herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, 11 Tage sind vergangen. Etwas Geld ist da und ich glaube, es ist sehr mühsam. Ihr seht es vielleicht hier oben, es sind 3 Hangar hinzugekommen, denn wir haben ja die erschwerte Bedingung und die bedeuten, dass halt wirklich sehr viel Dings kommen, sehr viele Reifenschäden etc. pp. Und aus diesem Grund haben wir jetzt einfach 3 Hangar bauen müssen, weil die alle gleichzeitig kommen. Was auch noch kommen muss, und da sind wir gerade bei, ist einfach die Notfalleinheiten. Die haben wir jetzt. Wir starten mal eben. Umfeldparkposition oder Baugenehmigung für zusätzlich. Ich dachte, das hätte ich schon. Haben wir nicht. Zusätzlich Stockwerk ist schon ganz cool. Okay. Denn ich würde gleich anfangen wollen zu planen. Aber erstmal setzen wir jetzt hier die. Ist das nicht? Ja, sind wir hier? Noch nicht? Da? Nicht? Hier, ne? Noch nicht. Wo sind die da? Da. Polizei und Feuerwehr. Wobei wir halt Feuerwehr brauchen hauptsächlich. Dass wir hier an die angrenzen. Vielleicht können wir sogar so, dass wir da oben noch lang können, zur Not. Von daher einmal so setzen. Hier. Oh, Tunnel haben wir auch schon. Könnten wir die hier einfach mal hier lang. Nein. Aber zumindest schon mal die Feuerwehr da oben gesetzt. Denn die werden wir brauchen. Aber was wir auch brauchen werden, um es zu bauen, einfach hier. Den Mitarbeiter von der Baufirma. Okay. Läuft. So, da kommen sie auch schon. Geldmäßig sieht es erstmal ganz gut aus. 130 in so einem Sportflughafen. Ist erstmal okay, finde ich. Ne? Also bei der steht, können wir eine Feuerwehr schon mal holen und einen Rettungswagen.
dabei wäre. Nee, auch noch nicht. Fertig und dann. Okay, jetzt ist gut. So, jetzt haben wir wenigstens die Feuer. So, jetzt ist es auch hell. Lass uns auf Schnee frei warten mit dem Bauen. Geld brauchen wir eh noch jede Menge, so ist es nicht. Wollen wir eben hier Vorfall. Okay. Bericht 130.000. Finde ich okay, ne? Jetzt heißt, wir kommen jetzt wieder in den Tag rein. Wo sitzt hier keiner? Das verstehe ich nicht. Ich habe übrigens auch noch den Auftrag den Vertrag geändert auf Mobile, denn jetzt liefern die immer 200 pro Lieferung, werden 200.000 Liter Treibstoff geliefert und bei BP hatten wir 400.000 und ich vermute, dass die mehr angeliefert haben und deswegen ist es dann ja teurer. Ne? Jetzt haben wir hier 240.000 rein und ich glaube, da fahren wir günstiger mit, wenn das wirklich so ist. Ne? Von daher, wenn sie schon so viel liefern, dann müssen wir es auch dann wenigstens im Lager haben. Also hier müssen wir jetzt immer gucken, dass wir repariert bekommen. Ist 100%, aber es zeigt immer noch an, dass es kaputt ist. Hier haben wir noch eine Wirtschaftskrise, ne? Die ist zur Hälfte geschafft. Okay. Aber Geld kommt schon mal. Ich hätte gerne den Schnee weg. Ja, du auch, ne? Ja, Sepp beschwert sich. Er möchte wahrscheinlich raus oder so, ich weiß nicht. So. Das ist los. So, Geld ist gerade nicht mein Problem, sondern eher hier wirklich, wo bei der Frühling kommt. Die Sonne, ne? Dass wir eben einmal ein bisschen heller haben. Und können wir nämlich hier schon mal bauen. Gehen wieder schon mal in die Bauplan. Und nicht hell. Und nicht hell genug. Gern hell haben. Hier ist er. Wir reparieren nochmal. Vergeladen ist es. Okay. Würde ich nämlich gerne starten hier einmal mit einer Straße öffentlich nach unten. Genau hier. Wieder nach oben vielleicht.
Oh ne, oder? Wollte ich hier in der Planung haben. Also, nee, in der Planung. So. Planungsding. So. Damit wir. Jetzt können wir runtergehen. Wir haben es ja hell. So. Okay. Also wir können hier einen Terminal rüberbauen. Das wäre das. Das hier unten hätten wir auch eine Straße dann, ne? Okay. Bedeutet, wir hätten hier oben. Die Weltdings bräuchten wir auch noch mal. Aber hier Terminal. Hier noch mal so ein Terminal, ja. Planungsphase bleiben. Wäre gut. So. So. Nimmt man das hier einmal weg hier. Planen wir einmal hier. Okay. In der Bauphase. Planungsphase immer noch. Planungsphase. Mal ganz kurz schauen auf meine Bilder. Hier so hingehen. Alles gut. Kurz schauen. Oben geht es noch weiter, ne? Okay, das haben wir so ein bisschen mal in der Theorie, ne? Ich weiß nicht, warum sie es machen und ich weiß nicht, ob wir es so lassen, aber wir machen es auch erstmal. Planen wir es so. Hier haben wir es größer. Ankunft sein. Hier soll so der Abflug sein.
wir. Okay, das haben wir dann so. Hier sind so die Eingänge, ne? Erstmal zu den ganzen Dingern. Hier kommt dann irgendwo die Abflug, die Sicherheitskontrolle, das Schleuse. Mal gucken. Und dann kommt schon 1, 2, 3, 6. Hier, so. Was hinkriegen. Okay. So. Da ist 4 frei und dann 3, ne? 4 frei, mal gucken, was aussieht. Wände hier rein. Thank you.
haben wir die 6 schon mal. Dann haben wir das schon mal so ein bisschen. Sicherheitszone, ja. Sicherheitszone soll auch ab hier irgendwo kommen. Sehen, dann passt das. Einfach mal. Und so. Das einfach mal so runterziehen. Das sind so die Terminals, ne, da. Müssen wir mal gucken, ob wir, haben wir die mittleren denn schon? Den hier aus. Das Stockwerk ist schon mal gut. Dann gehen wir jetzt da rein. Und hier hinten soll dann auch die U-Bahn hinkommen und so weiter. Ne? Das ist halt ein bisschen. Ja. Soll es Leipzig widerspiegeln. Hat die Frage, ob diese drei hier ausreichen, was wir da haben. Noch kommen muss, ist noch ein, darf man ja nicht vergessen, noch ein neues, nicht neue Terminal, eine neue, ja, das auch nicht, brauchen ja noch eine neue Landebahn. Ich möchte gerne in die Dingsphase gehen. So, so, so. Okay. Und wir müssen ja dann noch. Die kleinen haben wir jetzt noch nicht, die mittleren. Ne? Aber selbst. Wir überlegen hier, die würden noch gehen, aber. Dann können wir die nämlich oben machen und dazwischen die machen wir unten, ne? Das wäre so die Idee, die ich gern hätte. Mal schauen, ob das so alles funktioniert. Vielleicht können wir auch hier von 1 in der Baufarbe. Wir müssen ja dann hier Platz haben. Dann wird die kleinen hier dazwischen. Mal schauen. Aber wir sind bei 25 Minuten. Ich verabschiede mich wieder von euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde noch mal ein bisschen hier warten, gucken, Geld, ne, verdienen, forschen und beziehungsweise Projektmanagement, sage ich auch schon forschen, Projektmanagement betreiben und bis dahin.